Es geht immer noch um den Umzug ins Wohnmobil. Wir wollten euch ja auf dem Laufenden halten. Wir sind einen Schritt weiter heute in diesem Video. Zunächst unser Intro. Ich bin Rosa. Ich bin Ralf. Zusammen sind wir Talkfumi. Viel Spaß beim Video. Nee, du. Ich. Wie versprochen, wollten wir euch auf dem Laufenden halten. Das machen wir heute. Anlass waren unsere vergangenen Videos und die Kommentare, die wir da erhalten haben. Es war so, dass die Kommentare uns doch sehr berührt haben. Ja, vor allen Dingen, es waren, wie gesagt, auch gar keine richtigen Kommentare in dem Sinn. Es waren eigentlich eher schon Briefe. Ja. Lange, lange Berichte, persönliche Berichte, bewegende Berichte. Ja. Ja, und viele Dinge, die wir dann doch für uns da rausgezogen haben, für die, die das noch nicht wissen, die die Videos nicht gesehen haben. Es geht für uns um die Frage, ob wir ins Wohnmobil ziehen möchten und unsere Wohnung aufgeben. Da sind wir, glaube ich, jetzt wieder einen Schritt weiter. Und wie gesagt, eure Kommentare haben uns dazu geholfen. Einer der Kommentare war, dass man schon gucken muss. Man hört dann viele Dinge von allen möglichen Seiten und da kann so eine Verwirrung draus entstehen. Das ist für uns eigentlich nicht der Fall. Nein, nein, nein. Wir Ja. sind im Grunde da schon etwas klarer, aber das sind ja trotzdem Sachen, die einen bewegen, ne? Ja, wir können das, glaube ich, ganz gut für uns sortieren, was auf uns zutrifft und was nicht. Und ein Kommentar war zum Beispiel auch, Das war die Sache mit diesem mit dem Pflegefall, wo eine Frau halt beschrieben hat, dass sie auch irgendwelche Pläne hatten in Zukunft. Und das hat sich dann von jetzt auf gleich im Grunde verändert, weil der Mann dann halt ein Pflegefall geworden ist. Ich hoffe, das darf man so wiedergeben. Ja, das hat uns Das schon hat uns dann sehr, schon sehr sehr berührt, ne? getatscht, muss man Ja, genau. sagen. Und Ne? da denkt man natürlich dann auch schon mal weiter über solche Dinge, ne? Und wie gesagt, von diesen Kommentaren oder besser gesagt schon Briefen waren einige dabei und die haben halt auch unsere Gedanken Ja, angeregt. manchmal sind das auch nur so Sätze. Ein Satz, vielleicht erkennt sich auch Ja, genau. die Dame wieder, die dann sagte, das ist ja auch keine Reise ohne Wiederkehr. Das sind manchmal wirklich so Dinge, man meint die zu wissen, vielleicht trägt man die auch irgendwo in sich, aber wenn man die dann nochmal liest oder auch hört, dann passiert irgendwie was, Ja, ne? das sind ja me meistens Dinge, die man irgendwie weiß. Aber trotzdem, wenn man sie nochmal gesagt bekommt oder irgendwo liest, dann geht da nochmal ein Prozess los. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja. Oder andere Dinge gingen auch darauf ein, dass es eben doch halt sehr, sehr schön ist, dass man einen Partner hat oder eine Partnerin hat, je nachdem, mit der man sowas machen kann und mit dem man sowas machen kann. Dass das so das Wichtigste im Leben ist, dass solche Dinge wie Liebe und so sehr, sehr wichtig sind im Leben und eigentlich die Werte sind, hinter denen man her ist. Und das sind schon interessante Dinge. Ja, und die Dinge, die wir so im Laufe des Videos erzählen, spiegeln eigentlich auch immer wieder mal einen Kommentar wider. Eigentlich ja, Der, eigentlich ja. das wollen wir jetzt gar nicht alles so einzeln aufführen, aber Nein. trotzdem nochmal vielen Dank für die Hat Kommentare, uns viel geholfen, Briefe, Feedback. viel weitergebracht. Ja, Hatten wir so auch nicht erwartet, muss ich sagen. nein, nein, nein. Und dann hatten wir ja auch in einem Video gesagt, dass wir uns eigentlich dieses Jahr 2023 Nicht 20, 23. vorgenommen haben zu schauen. Ja, wie ist das eigentlich? Wie viel Zeit werden wir überhaupt noch in der Wohnung verbringen und uns ein bisschen ausprobieren und rumfahren und Urlaube machen? Hatten wir vor. So, der Plan. Genau. Guter Und Plan. war ein guter Plan, weil wir auch gesagt haben, die Zeit, die wir jetzt hier vor Ort sind, in der Nähe von München, die wollen wir genießen. Wir wollen es uns gut gehen lassen. Und auch diese ganzen Fragen, die sich stellen durch einen eventuellen Umzug, mal ein bisschen so beiseite tun. Ja, und alles ganz langsam und Mal zur gedacht Ruhe angehen. kommen. Genau, das hat Nicht nicht geklappt. funktioniert. Genau, kann man klar sagen. Also der Kopf, der ist Ende. ununterbrochen, ist er dabei, immer wieder mit diesen Gedanken. Dann müssen wir leider noch mal das Wetter erwähnen. Das hat auch dazu beigetragen. Heute ist mal wieder Heute ist dann der erste Tag. Ihr ganz seht es im gutes, Hintergrund, wo ein bisschen blauer Himmel ist, aber sonst. so ganz gutes Wetter anscheinend immer, wenn wir Videos drehen. Ne? Ah, vielleicht werden wir mehr Vielleicht sollten Videos wir machen. jeden Tag ein Video Jetzt drehen. gibt es jeden Tag ein Video. Und
ja, das hat eigentlich auch mit dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns noch mal hinsetzen und weiter überlegen. Genau. Und aufgrund von auch wieder Tipps von euch haben wir uns sehr viele YouTube-Kanäle angeschaut. Viele Videos haben wir uns angeguckt. Sehr interessant. Ja, also ich habe dann gesagt, dass halt bei uns wirklich eine Sache ganz anders ist. Ja, und das ist eben halt Spanien. Weil, wie gesagt, meine Frau ist ja Spanierin, ich nicht. Insofern ist natürlich da schon ein ganz bestimmtes Verhältnis irgendwie vorgegeben. Ja, ich glaube nicht, dass wir diese Überlegungen gehabt hätten, wenn wir über mehrere Wochen, ich sag jetzt mal, nach Italien, nach Portugal, nach Frankreich gefahren wären. Alles wunderschöne Länder, will ich alles gar nicht sagen, aber das hätte in mir nicht diesen Prozess ausgelöst, dieser Wunsch, der getriggert worden ist, die Winter in Spanien zu verbringen. Der ja immer schon da war. Der immer schon da war, ja. Das heißt, diese Überlegungen, die wir haben, die sind schon sehr eng mit Spanien gekoppelt. Und da haben wir ein Problem einfach nicht. Das ist die Sprache. Also über die Sprache müssen wir uns keine Gedanken machen. Nein. Ich spreche fließend Spanisch. Ich schreibe, ich lese Spanisch. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, damit müssen wir uns gar nicht beschäftigen. Ja, nicht nur das. Es ist ja auch so, dass du sozusagen auch kulturell mit dem Land verbunden bist. Und so dann, man hat einfach so gewisse Barrieren, hat man nicht. Ne? Auch so für mich, der quasi Spanien-Anfänger war und ist, der so keine Berührung damit hatte. Ich lerne natürlich durch meine Frau sehr schnell dieses Land verstehen und kennen, vor allen Dingen verstehen. Und damit kommt man da anders rein und damit kann man das, glaube ich, dann nicht so ganz hundertprozentig vergleichen. Also das ist, glaube ich, definitiv ein Unterschied, welche Motivation wir als Paar haben, diesen Schritt einzugehen. Motivation und welche Barrieren wir vielleicht dann auch nicht haben. Ja, muss man auch. Also der Punkt war ja zuerst dieses Überwintern. Wir waren jetzt 3 Monate in Spanien und wir hatten dann überlegt, für die kommende Saison das vielleicht schon zu verlängern. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ist das ein wirkliches Umziehen ins Wohnmobil? Irgendwo ja? Ja, genau. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass bei uns die Keimzelle der Überlegung ist nicht Deutschland gewesen, sondern irgendwie Spanien. Das ist so aus Spanien rausgewachsen. Wir haben, wie gesagt, diesen Aufenthalt in La Marina zuerst. Waren es 6 Wochen, dann sind es 3 Monate. Und das hat sich halt ausgebreitet. Schatz, 6 Wochen. Was habe ich gesagt? 6 Wochen. 6 Wochen. 6 Wochen. Leute, habt ihr was verpasst? 6 Wochen. Und das hat sich halt dann so ausgebreitet. Dann sind es 3 Monate geworden. Und jetzt wird es dieses Jahr noch länger werden. Und insofern ist das für uns auch dieser Begriff Umzug ins Wohnmobil, der ist für uns gar nicht so präsent. Ne? Ja, und auch so eine Sache, die dann auch von den Kommentaren kam, dieses Wort Zuhause, wo ist das? Wir haben einen Fan. Wo ist das Zuhause? Wo hat man die Base? Viele haben auch geschrieben, sie würden dann sehr viel unterwegs, hätten aber in Deutschland eine Base, in die sie zurückkehren. Über dieses Wort haben wir auch sehr viel nachgedacht. Ja, dieses Base-Wort, ja genau. Was ist die Base? Ja. Wo ist die Base? Wo ist die Base? Ist das wirklich, müssen das gemauerte Wände sein? Ist das immer eine Wohnung, ein Haus? Also da haben wir auch, jetzt ist hier was los. Jetzt kommen sie alle. Hier was Fans ohne Ende. Ganz einsam, aber jetzt. Wir haben extra einen Platz ausgesucht, eigentlich keiner kommt, aber es ist genau. Ja, und dann haben wir gedacht, warum kann dieser Platz, wo wir waren, nicht auch die Base sein? Weil wir haben uns da einfach sehr wohl gefühlt. Genau. Und wie gesagt, vor allen Dingen, da verschieben sich dann auch die Zeitvorstellungen. Wenn man sonst sagt, man hat 12 Monate, ein Jahr 12 Monate logischerweise, wenn man dann, sagen wir mal, 6 oder 7 Monate an einem Ort verweilt, was wir tatsächlich tun würden, weil wir das Base auch so ein bisschen als Base, als Heimat sehen, dann bleiben ja nur noch in Anführungsstrichen 4 oder 5 Monate. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja, ja. Und wenn wir auch verlängern wollen, vielleicht noch länger dann in Spanien bleiben wollen. Ja. Ne?
Und das ist für uns dann auch nicht, hört man ja auch schon mal öfter in Kommentaren oder irgendwo, dass die Leute sagen, es ist doch langweilig, an einem Ort zu stehen. Nein, ist es eben nicht, weil es ist ihre Heimat. Für uns nicht. Aber für uns nicht, weil es ist ihre Heimat, so oder so. Und für mich hat sich das in dieser ganz, ganz kurzen Zeit dramatisch dahin entwickelt. Also ich würde es noch nicht als Heimat bezeichnen, aber schon. Sehr, sehr weitgehende Prozesse ausgelöst. Ja, aber es war schon so, wir mussten ja Anfang des Jahres aufgrund eines Trauerfalls nach Aachen fahren. Wir sind von Alicante aus geflogen. Richtig. Und waren nur ein paar Tage da. Und, hat aber schon gereicht. Ja, sind wieder dann zurückgekommen. Und als wir dann wieder in Alicante angekommen sind, und dann auf dem Weg zum Campingplatz waren mit dem Taxi, hast du mir gesagt, ach wie schön, wir fahren nach Hause. Ja, ich habe das sogar schon im Flugzeug gesagt. Und das von dir. Ja, genau. Ich sage ja, das sind also Prozesse. Okay. Und insofern ist das eine ganz andere Herangehensweise. Ja, weil ich habe für mich gesagt, wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht. Und wir wohnen ja jetzt auch erst seit einem guten Jahr in Bayern. Und wir haben uns wirklich eine schöne Wohnung eingerichtet. Sie ist klein, aber wir haben sie wirklich schön gemacht. Aber mein Zuhause ist der so. Ralf. Einfach so. Das ist mein Zuhause. Das ist ja auch so eine wichtige Frage. Wo ist das Zuhause? Und das Zuhause ist für uns da, wo der jeweilig andere ist. Ja. Und in letzter Instanz ist das mehr oder minder Schnuppe, wo das ist, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kann man die Entscheidung... Mit Einschränkungen. Genau, aber dann kannst du die Entscheidung auch darauf fällen, wo fühle ich mich denn am glücklichsten oder wo bin ich glücklich? Ja. Und das ist eigentlich die Sache. Und dann kam ja aber noch die Story dazu, die du jetzt erlebt hast. Aber da möchte ich noch ganz kurz sagen, weil das hat schon Einschränkungen, weil jetzt durch dieses schlechte Wetter kamen dann schon Überlegungen, okay, wenn er mein Zuhause ist und ich seins, warum... Macht er nichts am Wetter. Warum sitzen wir dann trotzdem da und denken, naja, eigentlich möchten wir jetzt lieber woanders sein. Ja. Und... das spielte da ja dann doch auch mit da rein. Ne? Ja, ja. Und für mich dann auch Fragen, Heimat ist für mich immer so, ich weiß, das ist dann nicht immer leicht, auch in Deutschland über so einen Begriff zu reden. Ich finde das sehr schade. Das sage ich jetzt einfach so, traue ich mich zu sagen. Und für mich ist es beides. Also ich war immer zerrissen, schon als Jugendliche. Ich wusste nie so richtig, wo ich hingehöre. Ich habe mich eigentlich immer so gefühlt wie so ein Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. In Spanien war ich die Deutsche, in Deutschland war ich die Spanierin. Und ich habe dann immer gedacht, ja was denn? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich in Deutschland bin, bin ich deutsch. Und wenn ich in Spanien bin, bin ich spanisch oder umgedreht, wie ihr es haben wollt. Und habe dann irgendwann gesagt für mich, ich bin Europäerin, aber das hat alles nie so richtig geklappt. Und meine Heimat ist überall. Meine Heimat ist Deutschland, meine Heimat ist mein Geburtsort Köln und meine Heimat ist auch Spanien. Punkt aus, so ist es. Aber wie gesagt, jetzt geht es ja dann einen Schritt weiter und man sagt jetzt unabhängig von dem Kontinent oder so ähnlichem, dass die Heimat der andere ist. Ne? Und das sind ja auch so Sachen, die jetzt da reinspielen, ne? Ja. Muss man ja klar sagen. Mhm. Ja, und dann ist mir so eine Sache passiert, das soll jetzt kein Klagen sein, das ist jetzt nur eine Erklärung. Ich habe jetzt die fast 5 Wochen, die wir hier sind, eigentlich fast täglich extreme Kopfschmerzen und an einem Abend bzw. Nacht war es wirklich so schlimm, dass ich auch nachts wach geworden bin und in der Wohnung rumgelaufen bin. Und dann hatte ich so richtige, sowieso Gedankenblitze und eine Sache war dann tatsächlich, was ist, wenn mit mir jetzt irgendwas ist, wenn ich krank werde, wenn ich irgendwas Schlimmes habe. Das ist jetzt nicht so hypochondermäßig, sondern das hat tatsächlich auch immer irgendwie was mit dem Gedanken zu tun, die Wohnung aufzugeben. Ja, und dann kam für mich dann in der Nacht, ich habe ihn auch schlafen lassen, kam dann für mich so die Frage, was wäre denn tatsächlich, wenn jetzt sowas ist? Und mich würde einer fragen, bereust du jetzt was? Warum hast du irgendwas nicht getan? Ja, und dann kam die Frage, in dem Augenblick war mir ganz klar, warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du deine Sachen nicht gepackt und bist gefahren? Das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Und gehst dahin, wo du eigentlich glücklich warst oder bist. Ja. So. Und das ist ja auch, ich meine, ich hatte zwar jetzt keine Kopfschmerzen, aber ich habe auch in meinem Leben halt schon sehr viele Dinge erlebt, klar,
haben andere auch, aber ich habe halt auch so ein paar Dinge erlebt, die plötzlich kamen, wirklich plötzlich. Von jetzt auf gleich, jetzt nicht für mich, ich habe eigentlich immer so, will ich mich bedanken, Glück gehabt, aber so für andere halt. Ne? So in meinem Umkreis sind sehr viele Dinge passiert, die von jetzt auf gleich kamen, die überhaupt nicht vorhersehbar waren. Und da fragt man sich natürlich, da fängst du an, drüber nachzudenken und sagst, worauf wartest du denn eigentlich noch? Ne? Und ich habe jetzt, wie gesagt, das Glück, hier meine Frau gefunden zu haben in dem etwas fortgeschrittenen Alter, nicht ihres, meines. Und worauf wartet man eigentlich? Ne? Warum geht man nicht dahin, wo man sich glücklich fühlt? Ja, das ist die alles entscheidende und wir Frage. Waren da glücklich. Und das Absolut. Hat auch, ich muss auch sagen, dieses Wohnmobil, was das in uns ausgelöst hat, dieses Fahren, dieses auf den Campingplätzen sein, auf Stellplätzen und was für ein Prozess das in uns ausgelöst hat, hatten wir ja gar nicht mit gerechnet. Und wir möchten diesen Prozess jetzt auch nicht mehr aufhalten. Nein. Kann man auch, glaube ich, nicht mehr. Kann man nicht und wollen wir auch nicht. Ja. Und das ist eigentlich so das, was ich jetzt so in den letzten Wochen nochmal rauskristallisiert habe. Ja, ne? wo ist für uns das Glück? Wo fühlen wir uns wohl? Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja auch innerhalb des Campen wichtig. Ich fühle mich nicht wohl auf so kleinen Campingplätzen. Fühle ich mich nicht so wohl. Und dann halt auch so im Leben. Wo fühlen wir uns wohl? Wo geht es uns gut? Und das beantwortet ja wirklich jeder anders. Ja, für den einen ist es meinetwegen der Schrebergarten. Ja, klar. Für den anderen ist es sein Haus und sein Garten, seine Wohnung. Ist auch alles gut. Ja. Sollte auch alles nicht bewertet werden. Ja, und es ist ja auch immer noch von der einzelnen, wie soll ich mal sagen, Charakterlichkeit abhängig. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mal von mir rede, ich bin eher ein etwas zurückgezogener Mensch, der jetzt nicht so der ganz Kommunikative ist. Das habe ich jetzt zum Beispiel Camping für mich immer ein No-Go bisher. Aber jetzt auf dem Campingplatz habe ich gemerkt, hey, du kannst beides. Wenn du dich zurückziehst, wie so ein Regler, du kannst zurückgezogen leben, dann bist du halt in deinem Wohnmobil und alle anderen lassen dich in Ruhe, die gehen mal vorbei, sagen Hallo und gut ist. Du kannst den Regler aber auch ein bisschen höher drehen, dann hast du ein bisschen mehr Kommunikation oder noch höher drehen. Du kannst aber jederzeit rein, raus in das Geschehen. Und das finde ich halt, das fand ich halt an diesem Camping auch sehr, sehr toll. Und insofern würde ich sagen, das Camping hat jetzt keine neuen Menschen aus uns gemacht, so nicht, aber es hat sicherlich bei uns Prozesse ausgelöst. Ne? So kann man das sagen. Ne? Ja, da habe ich auch beides auf dem Campingplatz jetzt in La Marina den Winter über. Da sind natürlich auch sehr viele Deutsche, die da überwintern. Niederländer, ja, Franzosen, alles Mögliche. Alles. Und das ich stehe da drauf. Ich finde das toll. Dieses ganze Kuddelmuddel, sage ich jetzt mal. Ja. Da habe ich das halt alles auf einem Fleck und dann habe ich wieder das Spanische, eigentlich das, was ich immer gesucht habe. Ja. Habe ich dann alles an einem Fleck. Ich finde das ganz toll und ich stehe auf diese. Ich nenne sie so Mikrobeziehungen. Mhm. Man ist nicht groß Freund. Ich sage ja nicht, dass sich die daraus vielleicht entwickeln können. Aber man hat so kurze Begegnungen. Ja. Man ist mittendrin. Bevor wir euch jetzt sagen möchten, wie unser nächster Schritt aussieht, möchten wir euch sagen, dass wir eine Rubrik einrichten möchten, die sich Womotalk nennt. Das seht ihr auch hier schon, wo wir regelmäßig einen Talk abhalten und und wo wir euch auch dann berichten, wie das hier weitergeht und im Detail, was hier so passiert. Genau. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert uns doch einfach, da würden wir uns drüber freuen und seid dann, das können wir euch versprechen, hautnah dabei. Ja, also es sieht so aus, wir werden unsere Wohnung kündigen. Tatsächlich, ja. Ja, wir machen das. Wir ziehen das jetzt durch. Die Entscheidung ist tatsächlich gefallen. Jetzt schon? Ihr seid nach unseren Kindern mit die Ersten, die das erfahren. Ja. Den Kindern hatten wir das dann gestern Abend per Videokonferenz mitgeteilt. Nach kurzen Ohnmachtsanfällen. Nein, die waren super entspannt. Ja, ist doch klar. Mach mal. Ja, ich kenne ja meinen Vater, ich kenne ja meine Mutter. Das war relativ entspannt. Einer ist eingeschlafen zwischendurch. Liebe Grüße an alle. Nein, aber das war entspannt. Und ihr seid, wie gesagt, jetzt die Ersten und das haben wir jetzt beschlossen und wir werden das jetzt durchziehen. Das heißt, wir werden Richtung Herbst tatsächlich
dann unsere Wohnung aufgeben und dann in unser Abenteuer starten Ja, zusammen. genau. Und das werden wir auch festhalten. Da werden wir das auch so schrittweise, was so als nächstes kommt. Und es ist ja einiges noch zu tun dann. Ne? Ja. Das werden wir schrittweise machen und auch hier in den Videos festhalten. Ja. Wir hoffen sehr, dass ihr uns dabei begleitet. Es gibt eine große Frage. Und die wäre? Liebe oder Angst?